Hey Leute, was geht ab? So, ich dachte, ich erzähle euch jetzt mal zum Rest vom Ölwechsel, was da abgegangen ist. Um Schaltgetriebe habe ich eben ein Video gemacht. Ich mache das separat jetzt hier nur über den Ölwechsel. Und zwar, ich habe die Liqui-Moly Pro-Line Motorspülung benutzt, den ganzen 1 Liter. Da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erzählen. Da müsst ihr auf eine Sache ganz besonders drauf achten. Ansonsten Mobil 1 0W40, das New Life ist drin und zusätzlich noch das Ceratec von Liqui-Moly ist auch drin. Ölwechsel auf jeden Fall. Man macht diese Proline-Spülung, diese 1 Liter, ich blende das hier mal ein. Diese 1 Liter macht man vor dem Ölwechsel rein und lässt das dann 10 Minuten einwirken. Im Prinzip bei laufendem Motor, also Wagen warm fahren ist das Prozedere. Bei mir war das so, ich hatte schon ungefähr 60% Ölfüllstand, also da waren 40% haben schon gefehlt, was auf die 6,5 Liter, die der 330i hat, sind, weiß ich nicht, ungefähr ein halber Liter hat gefehlt, so um den Dreh. Und dann habe ich da den 1 Liter draufgekippt. Ich habe den Werkstatttypen gefragt, der meinte, ja, so, das ist 1 Liter und Volumen und sowas. Und er meinte, nö, das passt schon, kipp einfach drauf, du wirst da nicht so viel fahren. Habe ich also gemacht, habe mir gedacht, das passt schon. Und habe das dann eingefüllt, komplett, diese 1 Liter. Dann den Wagen 10 Minuten laufen lassen, dann habe ich mir mit dem iPhone hier einen Timer gestellt. Dann wurde der Wagen auf die Bühne gefahren, also halt ganz normal mit Standgas, ganz ganz langsam. Ganz normales Prozedere, dass das Öl abgelassen wurde. Hat soweit eigentlich ganz gut gepasst. Öl wird nachgefüllt. Ich habe dann gesagt, er soll nur 5,9 Liter reinmachen oder 6 Liter. Der Rest ist dann das Additiv gewesen. Das habe ich aber später erst alleine gemacht. Und dann habe ich da eine komplette Pulle von dem Ceratec reingemacht und noch eine halbe. Also ich habe da jetzt ungefähr 450 Milliliter von dem Ceratec, von dem Keramikzeug von Liqui-Moly drin. Ja, und dann ist nämlich nach der ganzen Sache was Komisches passiert. Und zwar direkt nach dem Ölwechsel, ich habe das Öl erstmal ein bisschen warm gefahren, bin erstmal ein bisschen rumgegurkt und dann habe ich Gas gegeben und ich habe gemerkt, der Wagen hat überhaupt nicht gezogen. Also es fühlte sich an, als hätte der Wagen 150 PS, irgendwas sowas, irgendwie um den Dreh. Das war echt strange, ich habe mich gewundert, was das ist, was kann da los sein und habe überlegt und dachte irgendwie, keine Ahnung, ob diese Motorspülung meinen Motor jetzt gefickt hat oder sowas. Aber im Endeffekt vermute ich einfach mal, das liegt daran, dass ich das Öl vorher nicht abgelassen habe, also dass ich auf diesen Kfz-Meister mehr oder weniger jetzt vertraut habe, dass er meinte, ja, füll den Liter drauf. Also ich glaube, ich hatte zu viel Flüssigkeitsstand im Motor drin. Weiß aber nicht, ob es zu viel war, aber auf jeden Fall ein Stück zu viel. Und der fuhr sich erstmal wirklich so 10 Minuten richtig kacke und die Leistung hat er überhaupt nicht gehabt. Dann habe ich den Wagen erstmal abgestellt. Hat dann ungefähr eine halbe Stunde rumgestanden. Danach habe ich dann einfach nochmal eine Runde gedreht und bin gefahren und er war wie immer. Also das Problem hat sich gelöst. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ich weiß auch nicht, was das damit zu tun hat. Ich muss nochmal prüfen, ob es immer noch da ist. Und zwar hatte ich nach dem Ölwechsel, als das frische Öl und alles drin war und ich rumgefahren bin, bei ungefähr 2500 Umdrehungen im Leerlauf, Kupplung nicht getreten und das Gas gehalten, so eine Umwucht im Motor, eine ganz leichte, hat mir irgendwie auch irgendwie zu denken gegeben. Weiß gar nicht warum und wo das herkommt. Nachdem sich diese komische Leistungseinbuße da wieder gelöst hat, also nachdem mein Wagen stand und ich wieder gefahren bin und er wieder seine volle Leistung hatte, habe ich auch mal geguckt und das war irgendwie wieder weg. Also ich glaube, das hängt damit irgendwie alles zusammen. Ich weiß nicht, ob ich meinen Motor geschrottet habe oder so. Ich denke nicht, das Ding läuft super. Der Motorlauf ist auf jeden Fall ruhig geworden und ruhig geblieben. Der hat gar keine Verschluckung mehr. Also ich hatte das sowieso extrem selten, dass er irgendwie mal so einen kleinen Rucker irgendwie im Stand hatte. Der ist bisher auch gar nicht mehr aufgetaucht. Also es war selten da, aber bisher jetzt gar nicht mehr. Ich denke einfach mal Fazit würde ich sagen. Ich habe ja vorher das Motorclean benutzt und jetzt die Proline-Spülung, Motorspülung. Ich würde auf jeden Fall das nächste Mal wieder den halben Liter nehmen mit dem Motorclean. Das fand ich irgendwie besser, weil irgendwie den ganzen Liter da reinballern, das macht das Ganze deutlich komplizierter. Das heißt, du musst auf jeden Fall vorher nochmal einen halben bis einen Liter Öl ablassen. Um das dann da reinzukippen, ist das mit mehr Aufwand verbunden, was ich jetzt nicht so geil finde. Das nächste Mal kommt nur die ganz normale, das Motorclean rein, den halben Liter. Den kann man nämlich irgendwie den Motorölstand so ein bisschen absacken lassen.
und dann den drauf füllen und dann einfach laufen lassen. Dann lässt du es halt ein bisschen länger laufen. Ich hatte es ja damals ungefähr 20 Minuten laufen lassen. Würde ich das dann auch machen und dann ganz normal Ölwechsel. Und das hat damals ziemlich viel geholfen. Ich habe das Gefühl, dass es diesmal nicht so viel geholfen hat wie beim letzten Mal. Das kann aber auch daran liegen, dass ich das erste Mal diese Motorspülung mit dem Auto gemacht habe und dass der Vorbesitzer das vermutlich gar nicht gemacht hat. Dass das am ersten Mal am meisten geholfen hat und dass ich über die Zeit jetzt, über die ich glaube, ich bin 15.000 Kilometer gefahren, gar nicht mehr so viel abgesetzt hat, weil ich jetzt schon wieder einen frischen Ölwechsel gemacht habe. Also das wäre so mein Fazit. Ich würde die Motor... wobei... Es gibt auch die Proline als einen halben Liter. Ich habe aber mir den 1 Liter geholt. Vielleicht hätte ich auch einen halben reinfüllen können. Jetzt weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall, Fazit würde ich sagen, gegenübergestellt, wenn die Proline besser sein soll, kann man vielleicht auch darauf vertrauen. Ich habe gute Erfahrungen mit dem Motor Clean gemacht. Mit der Proline hätte ich vielleicht den halben Liter drin gehabt und das auch irgendwie 10, 15 Minuten, also vielleicht 10 Minuten länger einwirken lassen oder 5 Minuten länger, wäre vielleicht der Effekt größer gewesen. Ist gar nicht so leicht zu sagen, was jetzt eigentlich besser ist. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, nehmt nur einen halben Liter und nicht den 1 Liter. Und stand nämlich nichts drin, dass ich da den 1 Liter nicht reinfüllen darf. Also da stand halt, die 1 Liter sind bis zu 8 Liter Motoröl geeignet. Und dachte ich, okay, so, ich hau das komplett rein und hat eigentlich auch gepasst. Was kann ich auch erzählen? Achso, was interessant war, ist, nachdem ich diese Spülung eingefüllt habe und der Motor, der 10 Minuten lang lief, war der Öldeckel, nachdem wir den aufgemacht haben, sauber. Also der war vorher ganz normal braun. Ich habe da irgendwie Videos und Fotos zu. Ich werde das irgendwie mal alles ein bisschen hier noch in dem Video anhängen oder zwischenschneiden, irgendwie sowas, dass ihr das mal irgendwie vorstellen könnt, wie das vorher aussah. Jetzt ist es einfach sauber. Anscheinend ist es jetzt schön gelb wegen des neuen Öls. Und ja, ich hoffe, die Videos haben euch irgendwie soweit geholfen und ihr konntet da irgendwie ein paar Erfahrungen sammeln. Fahrt vorsichtig. Peace. Mama, do you wanna roll with me? Do you wanna roll with me?